Warum stört er mich bei der einzigen Beschäftigung, zu der ich noch tauge? Wer seid ihr denn? Mein Name ist Derek von der Wagenfurt. Ich gehöre dem uralten Orden der Schattenjäger an. Unser Ziel war und ist es, die Verehrer des dunklen Gottes zu jagen und zu vernichten, wo immer sie sich auch verstecken mögen. Königsberg mag nach außen hin glänzen, aber unter der strahlenden Oberfläche ist es bis ins Mark verdorben. Ich kam im Auftrag meines Ordens hierher, um die Stadt zu reinigen, aber wir hatten die Anzahl seiner Diener in Königsberg unterschätzt. Wohlstand und technischer Fortschritt mögen von manchen Menschen als Segen angesehen werden, aber sie schwächen den Glauben. Die Menschen werden anfällig für die Einflüsterungen der dunklen Prediger, die ihnen grenzenloses Vergnügen und unbändige Lust versprechen. Ihr wisst nun genug über mich. Ihr solltet mal weniger trinken, glaube ich. Eure Fürsorge ehrt euch. Aber es ist nicht der Alkohol, der mir die Blässe ins Gesicht treibt. Es ist eine dämonische Sieche, die ich den Dienern des dunklen Gottes zu verdanken habe. Der dunkle Gott? Na, so ein Zufall aber auch. Wir sind nämlich auch auf der Suche nach seinen Anhängern, um denen mal ordentlich die Rübe zu dengeln. Fürwahr, eine Aufgabe, die eines Edelmanns würdig ist. Ich selbst hatte mich dem gleichen Ziel verschrieben, als mein Körper noch zum Kampf getaugt hat. Ihr wiederholt euch. Entschuldigung, können wir euch helfen? Mein Schicksal ist besiegelt, solange der schwarze Priester, der mich verflucht hat, noch lebt und atmet. Den Finsterling machen wir alle. Erzählt, was passiert ist. Es war eine dunkle und stürmische Nacht am dritten Tag nach meiner Ankunft in Düsterburg. Ich verfolgte einen Verdächtigen, der mir von meinem Orden benannt worden war, nach Clipping. Clipping? So heißt das ländliche Viertel westlich des Hafens. Er verschwand in einem Haus und in meinem Übermut folgte ich ihm. Doch offensichtlich war dem Diener des dunklen Gottes meine Anwesenheit in Königsberg bekannt. Es war eine Falle. Vier dieser Burschen empfingen mich, angeführt von einem schwarzen Priester. Der Kampf war kurz und heftig. Der schwarze Priester beschwor eines der schrecklichen Wunder seines finsteren Herrn. Das Ritual sorgte mir förmlich das Mark aus den Knochen, und unter den unflätigen Verhöhnungen der gottlosen Gesellen floh ich in die Nacht hinaus. Seitdem werde ich jede Nacht von namenlosen Albträumen gequält. Mein Körper ist so schwach, dass ich kaum noch den Bierkrug heben kann. Nüchtern vermag ich gar nicht mehr einzuschlafen. Ich fürchte, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis mich meine letzten Kräfte verlassen haben. Das klingt ja schrecklich. Wisst ihr denn, was man dagegen tun kann? Gegen die dämonischen Krankheiten des dunklen Gottes gibt es kein Heilmittel. Das wird allgemein angenommen, entspricht aber nicht den Tatsachen. Ihr wisst etwas darüber? Randy, ihr vergesst, dass ich eine anerkannte Autorität auf diesem Gebiet bin. Der Fluch, der euch ereilt hat, ist an den schwarzen Priester gebunden, der euch damit belegt hat. Gelingt es uns, seine verderbte Seele zu seinem Götzen zu schicken, dann seid ihr gerettet. Entschuldigung, einmal kurz trinken. Könnt ihr uns den Priester etwas genauer beschreiben? Er trug eine dunkle Kutte. Ich konnte nur seinen schwarzen Bart sehen. Und der Mann, den ihr verfolgt habt, könnt ihr euch an den erinnern oder wo sein Haus steht? Wie gesagt, es war Nacht und ein heftiger Turm verschlechterte meine Sicht. Aber es war ein Lehmhaus und direkt an die Klippen gebaut. Direkt vor der Tür wächst eine mächtige Eiche. Und der Mann, wie sah er aus? Ein unangenehmer Geselle. Er trug eine dunkle Kutte. Sein Gesicht war kreidebleich und er hatte eine Narbe über dem Auge. Den haben wir doch schon mal gesehen. Seid unbesorgt, wir erledigen das für euch.
Ihr seid wirklich ein Ehrenmann. Aber natürlich. Können wir euch sonst noch irgendwie helfen? Mein Segen begleitet euch. Gehabt euch wohl. Hüder! Bis hierhin und nicht weiter! Wir dürfen nur Mitglieder rein. Ja, ich bin aber persönlich eingeladen worden. Von wem denn? Von einem Faustkämpfer namens Ali. Ali persönlich? Na, wenn das so ist, ihr dürft passieren. Ja, und viel Spaß dort. Ja, kleiner Break. Bevor wir jetzt hier runtergehen, müssen wir natürlich noch woanders hin. Nee, ich bin eben auf einen Knopf gekommen, der meine Ton leise gemacht hat, weggemacht hat. Also, ich habe mich gemutet quasi versehentlich. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Und bin dann natürlich schon da runtergelaufen. Hab aber nochmal gerade eben von hier oben geladen. Beziehungsweise vom letzten Stand. Wir gehen hier noch nicht runter. Da kommen wir später zu. Wir haben erstmal noch was anderes zu erledigen. Dazu müssen wir nochmal raus. So. Und zwar hatte ich ja gesagt, es gab noch eine kleine Sidequest, die wir hier erledigen können, wo ich gedacht habe, wir hätten sie vergessen gehabt zu starten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sie doch nicht vergessen. Ne, hier können wir wahrscheinlich auch später was machen. Ich muss nur... Ich muss nur das Haus wiederfinden. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Und zwar waren wir ja beim guten Bloch gewesen. Bei dem Seelendock. Da hatten wir ja unsere kleine Sprechstunde gehabt und da können wir, wenn ich das Haus wieder finde, können wir diese Sprechstunde weiterführen. Ich muss nur das Haus finden. Das ist ja gar nicht so einfach. Also, hier war der Laden, hier war das. Auch nicht. Was hier vielleicht? Ja, das kann ein bisschen dauern, bis ich das Haus jetzt gefunden habe. Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Oder war das im Hafen? War das gar nicht hier oben? In Altenberg? Oder war das in Clipping? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, wir suchen noch mal ein bisschen hier ab. Irgendwo war das noch. Na, hier war es nicht. Ja, niemand antwortet. Genau, da war es auch nicht drin. Hier können wir nicht rein. Da gibt es keinen Zugang zu. Da ist auch dicht. Wir kamen hier aber auch nirgendwo rein, richtig? Ist richtig, ne? Ja. Genau, besser nicht. Hier das gleiche. Genau. Oh, warte mal. Das muss das Haus sein, von dem der Ordenskrieger erzählt hat. Ach, ja. Na dann schauen wir mal vorbei. Ja, schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Wir wissen genau, was hier vorgeht, du blasser Heini. Dunkle Kutte, Menschenopfer und so weiter. Wer hat euch denn diese Flausen in den Kopf gesetzt? Ich weiß nichts von irgendwelchen Kulten in meinem Haus. Der junge Krieger, dem ihr diese dämonische Sieche angehext habt. Dann lebt er also noch. Und ihr seid hier, um ihn zu retten, oder? Schnellmerker, was?
Zeig mir den Weg zu deinem Oberpriester oder ich hack dich in kleine Stücke. Tut mir aufrichtig leid, aber ich habe dem Herrn der Finsternis meine Seele verpfändet. Ich kann euch nicht vorbeilassen. Schwierig. Dann stirb halt. Lass uns reden. Lass uns erstmal reden. Da gibt's nichts zu reden. Ihr wisst bereits zu viel. Ihr dürft diese Hütte unter keinen Umständen lebend verlassen. Was haben sie dir versprochen? Nicht mehr als das, was jedem Menschen von der Natur versprochen wird. Ein Leben führen zu können wie jeder andere auch. Ohne diese entstellten Züge. Wer seid ihr? Haben sie dir nicht von mir erzählt? Von Maltor, dem Überbringer der Kunde? Doch, aber ich dachte, das sei nur eine Legende. Eine Legende? Und warum glaubst du den Rest der Einflüsterungen des Schwarzen Priesters? Aber ich hatte doch keine Wahl. Doch, du hast die Wahl. Ich bin auch mit einer Bürde in diese Welt geworfen worden. Nämlich, dass die schiere Bosheit in meinen Adern pulsiert. Aber ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen und neu gestaltet. Ich kenne das Wesen des dunklen Gottes. Er ist ein Nehmer. Er gibt's niemals. Und wenn es manchmal so scheint, dann ist Betrug im Spiel. Das, was er dir gegeben hat, wird er sich tausendfach zurückholen. Was soll ich tun? Wie ist dein Name, mein Junge? Nagash. Nagash Issa. Geh hinaus in die Welt und gib ihr das zurück, was du ihr im Laufe der Jahre, die du dem dunklen Gott gedient hast, genommen hast. Und eines Tages wird die Welt dir antworten und dich für deine Taten belohnen. Gut, ihr habt recht. Schon seit Monaten plagen mich böse Träume und ein schlechtes Gewissen. Ihr sollt wissen, der Meister ist unten im Keller. Er hat eine Gefangene bei sich. Wir kümmern uns darum. Leb wohl und danke. Und jetzt verschwinde. Ah, der ist schon ein paar Tage alt. Ja, haben wir gerade mal geholfen. Cool. Nehmen wir mal direkt ein Stöckchen für mit. Stöckchen. Genau. Das kam alles etwas unerwartet eben. Wir haben ihm geholfen und gut, ja, was gibt's dazu zu sagen? Außer, dass wir uns hier noch ein wenig umschauen. Hier ist auch nichts drin. Gut, da gehen wir mal runter. Oh. Der Atem des dunklen Gottes liegt wie ein Pesthauch auf dieser Stätte. Dieser Kult muss ungemein mächtig sein. Ja, sogar ich kann es spüren. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Kann ich speichern? Natürlich nicht. Was ist das hier? Können wir uns nicht angucken. Heiliger Strohsack. Sie haben ein Mädchen an diesen Altar gekettet. Warte mal, ist das nicht Karati? Seht euch das Mädchen an! Das muss die sein, von der Genji uns erzählt hat. Das ist ein Opferstein. Was sollen wir denn jetzt tun? Wenn wir einfach da reinstürmen, besteht die Gefahr, dass sie das Mädchen töten. Ja, das ist mir klar. Hat denn niemand einen Vorschlag? Ihr seid der Anführer, Grandy. Ihr entscheidet. Oh. Wir stürmen. Maltor soll das machen. Libra, Feuerball. Nee, Maltor. Wenn wir stürmen, besteht die Gefahr, dass sie sie töten. Wenn Libra da einen Feuerball reinschmeißt, kann es sein, dass alle
verbrennen allerdings dann auch das Mädchen. Es kann aber auch sein, dass sie nicht alle trifft, dass das Mädchen auch droht. Lieber Maltur. Aber mir ist nicht wohl dabei. Meint ihr nicht, dass ihr sie irgendwie hinters Licht führen könnt? Ich meine, diese Burschen verehren euren Vater, oder nicht? Es scheint mir ein Versuch wert zu sein.